müssen zu den Rettungskapseln. Es übermitteln Intelligenzen mit Signalen. Es gibt hier keine Rettungskapseln. Eieiei. Im Backbord-Hangar liegen Gasjäger. Damit können wir in Sicherheit fliegen. Oh, wieso bumpen die ausgerechnet jetzt den ganzen Kack hier weg? Mein Gott. Das muss ja jetzt auch nicht unbedingt sein. Hier müssen wir lang. Ja. Feuer einstellen, bitte. Verdammt! Shepard Commander, wir haben die Kontrolle über die Andock-Protokolle. Wir sind gleich da. Alter Schwede. Uah, ne. Uah. Oh. Das hat geschmerzt. Boah, sind die anderen auch runtergefallen? Ne, doch. Los, los, los! Garrus! lustig ausgesehen hier. Oh, da schwebt er rum. Go, go, go. Heilige Scheiße. Das Ding sieht aus wie ein Mini-Reaper. Nö, nö. Alter Finne. Da ist das Ding kaputt, ne? Wir haben auf das Schiff gefeuert, während Sie an Bord waren? Ich kann Ihnen nicht helfen, diesen Krieg zu gewinnen, wenn Sie so vorschnell handeln. Ich weiß, Admiral Garrel macht schon seit Jahren Ärger entlang der turianischen Grenze. Aber ich verstehe Ihre Verzweiflung. Wir haben die Erde erst vor ein paar Wochen verloren. Noch haben wir die Erde nicht verloren. Wir brauchen Hilfe, Shepard. Wir brauchen eine Flotte. Und die Quarianer haben die größte, die es da draußen gibt. Ich weiß, Admiral. Ihr sagt ja nicht mal Entschuldigung, oder was? Der unilaterale Angriff hat uns alle gefährdet. Ich sollte Sie des Verrats anklagen. Ich handelte als Admiral der schweren Flotte. Und was ist mit Shepard? Und Tali Zora? Sie sind unverletzt entkommen. Shepard, die Missionsparameter haben sich geändert. Sie gehören zum Militär. Sie verstehen das. Ne, ich verstehe überhaupt nichts, Kollege. Sie sind außer Kontrolle hier. Ich verstehe nur, dass Sie den Plan ignoriert haben und vorgeprescht sind. Das Schlachtschiff war ein perfektes Ziel. Pam! Admiral, Sie haben Ihre Mission und Ihr Volk gefährdet. Runter von meinem Chef. Shepard, ich verstehe Ihren Zorn. Wenn Ihre Flotte nicht wäre. Wegen ihm wären wir fast draufgegangen, Rahn. Wissen Sie, die Geth haben uns schwere Verluste zugefügt, bevor sie das Reaper-Signal deaktiviert haben. Die haben eine planetare Verteidigungskanone? Aten, Admiral Corus hat sein eigenes Schiff geopfert, um sie zu zerstören. Er ist auf der Heimatwelt abgestürzt. Die Normandy kann bei den Rettungsmaßnahmen helfen. Danke, Commander. Ich denke, das Schlimmste ist vorbei. Die Geth verfügen nicht länger über die Programm-Upgrades, die sie unter der Kontrolle der Reaper hatten. Shepard Commander, wir wollen unsere Unterstützung anbieten. Was zum Teufel ist das denn? Halt, halt! Beruhigen Sie sich. Das ist so eine Art Hologrammrekonstruktion. Er sagt, er sei auf unserer Seite. Er will die Reaper bekämpfen. Ein faszinierender Prototyp. Mit etwas Arbeit könnte ich damit einen Schwachpunkt des Geth-Konsenses finden. Ja, wir können sie probieren, ne? Halten wir uns erstmal zurück. Ich will keine hilfreichen Informationen zerstören. Verstanden, Commander. Sie sagen also, Sie können uns helfen? Ja. Was wissen Sie über die Geth? Wie werden Sie ohne die Kontrolle der Reaper reagieren? Sie haben die Langstreckenkontrolle unterbrochen. Aber die alten Maschinen haben für kürzere Distanzen eine Basis auf Runoch errichtet. Die Geth haben immer noch die Reaper-Upgrades? Korrekt.
Sie sind im Moment nicht organisiert, aber sobald das Kurzstreckensignal sendet, ändert sich das. Kehler, ich muss die Flotte warnen. Zen, Sie koordinieren sich mit Garrel. Bewegung! Wir müssen die Reaper-Basis ausschalten. Wo ist sie? Unbekannt. Suchen. Verstanden. Wir kennen die Position eines Servers, von dem aus Jägerstaffeln der Geth kontrolliert werden. Die Staffeln visieren die Lebensschiffe der Schöpfer. Wenn wir sie ausschalten, minimiert das die Verluste. Wir wollen dabei helfen. Danke. Wir sind freundlich hier. So, alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Kein Grund, hier jemanden zu schlagen, ne, Shepard? So, gucken wir mal, ein Kriegsterminal, was wir da haben. Exerberus. Als die Methoden des Unbekannten extremer wurden, verließen Fähige gegen Cerberus. Sie haben ihre Hilfe gegen die Reaper angeboten und wollen alles tun, was sie können. Effektive militärische Stärke. Also alles noch im grünen Bereich hier. Hilfe. Framerate, das war nicht so geil. So, Tagebuch aktualisiert. Codex aktualisiert. Tali. Ich habe nichts Neues über diese Reaper-Basis gehört. Hoffentlich geben sie uns bald ein Ziel. Wir reden später, Tali. Für ein privates Gespräch können Sie mich in Ihre Kabine rufen. Jawohl, Alter. Wieder hier Party bei Shepard. Jetzt ist mal hier die Tali dran. Wollen wir das mal machen hier ganz... Ich weiß, dass wir Verbündete brauchen. Ganz kurz hier. Unbefriedigend, nur gegen Geth zu kämpfen, wenn doch die Reaper schon die halbe Galaxie erobert haben. Komm, das machen wir doch jetzt hier mal. Wir haben Berichte über Probleme bei einem turianischen Treibstoff. Ach, Probleme hier und da. Komm, ich gehe jetzt hier mal in meine Kapitätskabine und tu mal die Tali hier einladen. Seht ihr die geile Mucke? Ux, ux, ux. Yeah. So. Was haben wir denn hier? Wenn Sie raufkommen möchten. Ich bin gleich da. Hehehe, jetzt ist die Tali dran hier. Moinsens. Danke für die Einladung. Ich konnte vor Rahn nicht freisprechen. Alles okay? Nein. Nein, überhaupt nicht. Verantwortung für 17 Millionen. Und ich weiß nicht, ob ich sie retten kann. Sie tun ihr Möglichstes. Falls die Flotte scheitert, dann nicht wegen Ihnen. Ich habe meinem Vater geholfen. Und Zens Pläne? Die neue Tech für die ach so wunderbare Invasion basiert auf der Arbeit meines Vaters. Wenn sie wegen mir sterben. Und ich... Wir holen sie sicher da raus, Tali. Vielleicht wäre es besser, nur eine Exilantin zu sein, die sowieso niemand hört. Es tut trotzdem weh. Ich war zu schnell bereit, mich für das Wohl der Flotte zu opfern. Das muss aufhören. Viel Glück. Ich muss zurück, bevor die Admirals wieder Probleme kriegen. Wir reden später weiter. Oh, wollen wir mal eine Romanze starten hier mit der Tali und dann, naja. Energiezug, irgendwas. Okay. Okay, Kampfinformationszentrum. So. Was hast du vorhin geredet? Ich habe die Kampfdaten der Quarianischen Flotte den unseren hinzugefügt. Also ihre technischen Aufzeichnungen sind erstaunlich. Wenn es um strategische Analysen geht, schlagen sie vielleicht sogar die Salarianer. Ja, ist natürlich schön, ne? Was haben wir hier noch? E-Mail. Haben Sie kurz Zeit? James Vega. Hey Commander, ich habe mich gefragt, ob Sie nächste Zeit mal Zeit haben. Nichts Wichtiges, nur ein bisschen plaudern. Okay. Gucken wir hier mal. Achso, da haben wir jetzt... Ja, Trümmerfeld. Vorhin war es ein Schiff. Den Admiral retten, Geth Server abschalten. Jawohl, da gehen wir auch gleich mal hin. Geth-Server abschalten, den Admiral retten, den retten wir jetzt doch mal hier. Können wir Tali mitnehmen? Aussehen ändern? Na, lassen wir mal so. Kann ich nicht? Scheiße. Gut, Garrus. Ach, ich kann mehrere. Ah ja, okay. Na dann. Bestätigen. 5 Punkte. Nehmen wir mal noch... Verbrennung.
Zack. Garrus hat 2, der kann nichts machen. Sie kann auch nichts machen. Okay. Commander Shepard hier, Admiral Zen. Haben Sie Sarkors Rettungskapsel erreicht? Noch nicht. Status? Die Zivilflotte hat schwere Verluste erlitten, seit Sarkors sein Schiff geopfert hat, um eine Geth-Kanone zu zerstören. Die Suche nach ihrem Admiral ist das Einzige, was unter den Captains eine Panik verhindert. Warum ist die Suche nach dem Admiral so wichtig? Er war gegen die Invasion, aber er hat beim Schutz unserer Schiffe Großes geleistet. Ohne ihn werden einige unserer Nicht-Kombatanten die Flottille verlassen. Die Konsequenzen können Sie sich denken. Sie wollten den Krieg nicht und haben Ihren Anführer verloren. Das ist irrelevant. Wir sind fest entschlossen. Sogar Sarkors hat die Bedeutung der Zivilflotte begriffen. Denn ohne Nachschubkette kommt die Invasion zum Stillstand. Ich tue, was ich kann. Beschützen Sie Ihre Zivilisten. Ich kann nichts versprechen. Meine eigenen Schiffe müssen für Ran auch koordiniert werden. Ich empfange nur Rauschen. Sarkors ist wohl in Reichweite eines Störturms abgestürzt. Schalten Sie ihn aus, um Kontakt herstellen zu können. Seien Sie vorsichtig. Die Geth haben vielleicht am Turm Sicherheitsmaßnahmen. Zen? Admiral Zen? Das dürfte die Sache interessant machen. Das werden wir bald wissen. Bringen Sie uns zum Turm. Eieieiei. Immer langsam, Kollegen. Wir werden beschossen. Echt? Das habe ich jetzt nicht gewusst. Die Geth haben neben dem Störturm Flugabwehrgeschütze installiert. Wir müssen sie zu Fuß ausschalten. Sind die Geschütze weg, schalten Sie den Turm aus. Jawohl, Commander. Ich setze sie hier ab. Schöner Planet, wie immer. So, vor in der Sonne. Mein Volk war jahrhundertelang im Exil. Hier zu stehen, im Land meiner Vorfahren. Ja, ist echt ein cooler Planet, muss ich sagen. Sieht noch normal aus. Störtürme. Clever. Was würden die wohl machen, wenn wir mit ein paar Asteroiden ankämen? Sie wollen Meteoriten auf Runoch einschlagen lassen? Damit wäre jedes Leben unmöglich. Der Staub würde sich legen und die Anzüge haben sie ja sowieso schon. Ach, Garrus. Geth schon. Oh, nicht schon wieder Geth hier. So, moinsens. Oh, ich habe hier gar keine Deckung. Doch, habe ich. So eine Mini-Deckung hier. Oder? Habe ich hier. Ja, gut. Was ist das denn? Geth Pyro? Boah. Alter, der sieht cool aus. Zack. Aber nicht so cool wie der Commander. So. Ende Gelände, Freunde. Oh. Okay. Alles in Ordnung? Ich bin okay. Achten Sie auf weitere Minen. Javelin. Ach, das ist ein Sniper bestimmt. Moment. Ja, ist es auch. Javelin. Oh, das sieht ja geil aus hier. Cool, die nehme ich mal. Ist die überhaupt... Okay, die müsste dann... Die schießt ziemlich langsam. Nehme ich trotzdem mal. So, Moment. Probiere ich mal ganz kurz aus hier. Boah. Geil.